Als mobile Bezahlverfahren stehen Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Je nach Smartphone und Betriebssystem. Wie die funktionieren, erfahren Sie jetzt. Bei einem Gerät mit Android-Betriebssystem benötigt der Kunde die VR Banking App. Darüber kann er einfach, schnell und unkompliziert eine digitale Girocard oder Kreditkarte aktivieren. Einfach den Menüpunkt Digitale Karten aufrufen und die gewünschte Karte auswählen. Alle Details zeigt der Film kurz und knapp. Mobil mit Debit- und Kreditkarte bezahlen. Anders geht's bei Geräten mit iOS-Betriebssystem, also iPhones. Hier nutzt der Kunde Apple Pay über die vorinstallierte Wallet-App. Hierfür benötigt er eine physische Visa oder Mastercard, deren Infos er in der Wallet hinterlegt. Die Authentifizierung erfolgt über die VR-Banking-App. Falls diese nicht vorhanden ist, über das Callcenter der VR-Payment. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet man in der Wallet oder auf der Internetseite Apple Pay einrichten. Nach erfolgreicher Registrierung besitzt der Kunde eine digitale Version seiner Kreditkarte in der Wallet. Alternativ kann er direkt in der VR-Banking-App eine rein virtuelle Mastercard-Debitkarte aktivieren und in der Wallet hinterlegen. Apple Pay funktioniert bei uns, den Volksbanken, Raiffeisenbanken, mit den Kreditkarten. Die zwei Möglichkeiten nochmal in Kürze. Android. VR-Banking-App aufrufen. Menüpunkt Digitale Karten. Girocard oder Kreditkarte aktivieren. Mit der VR-Banking-App mobil bezahlen. iOS. Wallet aufrufen. Erste Schritte mit Apple Pay. Kreditkarte hinzufügen. Mit Apple Pay mobil bezahlen. Alternativ VR-Banking-App aufrufen. Menüpunkt Apple Pay. Virtuelle Mastercard-Debitkarte aktivieren. Mit Apple Pay mobil bezahlen. Alle Möglichkeiten bieten hundertprozentige Sicherheit. Es werden keine Kunden- und Zahlungsdaten an Dritte weitergegeben. So genießt Ihr Kunde das mobile Bezahlen und Sie platzieren ganz nebenbei unsere Kreditkarten. Und jeder Kunde, der mit seinem Smartphone bezahlen möchte, ist automatisch ein potenzieller Kreditkartenkunde. Aus Banken- und aus Kundensicht empfiehlt sich die Goldcard mit ihren attraktiven Zusatzleistungen.